Hallihallo und herzlich willkommen zurück im Bonuskapitel vom dunklen Meister, den wir ja besiegt haben. Und die Herrin vom See hat uns gerufen. Die Unterwasserwelt benötigt unsere Hilfe und wir sind natürlich gerne bereit, sofort losgefahren. Ja, und sind unter Wasser, brauchen auch nicht atmen, dank eines tollen Zaubertranks. Jetzt gilt es natürlich mal wieder einige Aussparungen mit irgendwelchen Formen zu füllen. Und wir müssen noch einen alten, kauzigen Mann suchen, der die Apparatur für die Unterwasserbewohner gebaut hat, damit sie dort atmen können. So, was haben wir denn hier? Einige Teile des Mosaiks fehlen. Aha. Ich habe natürlich auch noch nichts außer eine Hasenfigur und eine goldene Marke. Die wir wahrscheinlich auch fürs Buch brauchen. Und da würde ich mal gucken. Ah, wir können in den alten Wald. Okay. Das habe ich jetzt nicht gemusst. Windrose. Und hier ist ein Buch mit einer Notiz. Der alte Kauz ist in Wirklichkeit ein berühmter Erfinder, der einzigartige Maschinen baut. Zum Beispiel eine, die die Unterwasserstadt am Leben hält. Die Maschine erzeugt ein spezielles Umfeld, das das Wasser reinigt und mit Energie anreichert. Nur Wasser, das auf diese ganz besondere Art gereinigt wird, kann man in sich aufnehmen wie Atem. Wird es verunreinigt, werden die Einwohner der Unterwasserstadt schwach und krank. Es ist sehr wichtig, dass die Maschine immer in Betrieb ist. Doch im Laufe der Zeit haben einige der Bauteile ihren Geist aufgegeben. Daniel Düsentrieb unter Wasser. So, hier fehlen ja immer noch ein paar Farben, vermute ich mal. Wie bitte kommen wir in den alten Wald? Da geht's unter Wasser. Moment, das muss ich doch mal wissen. Wir sind ja im Hauptspiel nicht in den alten Wald gekommen. Wie bitte kommt man jetzt hier hin? Also hier kommt man schon mal nicht weg, aber hier wird es wahrscheinlich auch keinen Hinweis geben. Hier kann ich noch eine Muschel hinlegen. Da oben. Da. Okay. So, was ich mit dem Hasen mache, keine Ahnung. Hier liegt auch noch eine Muschel, die habe ich übersehen. Ich finde, Muscheln sehen manchmal schon ein bisschen gruselig aus. Okay, also hier kommen wir auch nicht zum alten Wald. Ach, hier lang. Nee. Hier sind wir ja wieder am See. Aber auf der Karte kann man in den alten Wald. Geh ich mal hin. Wow. Die sieht aber schön aus. So friedlich. Und wir werden auch gleich mal von einem Wimmelbild begrüßt. Da unten liegt ein Netz. Ich muss es mit etwas heraufziehen. Hm? Gebogenes Rohr. Okay, das Eichhörnchen müssen wir erstmal hier. Erschrecke dich vor dem Hasen. Nee, macht's nicht. Na gut, erstmal wimmeln. Ach du meine Güte. Ja, gut, das. Das muss ich erstmal auf mich wirken lassen. Vor allen Dingen, weil wir hier wieder Sammelobjekte reinmachen müssen. Ach du meine Güte. Ich nehme mal an, die Kerze muss angezündet werden. Okay, das ist schon mal richtig.
Kaffee. Das ist bestimmt in irgendeiner Kaffeemühle. Aber ach du meine Güte, wie soll ich das alles finden? So, hier haben wir eine Puppe. Da oben liegt eine Maske. Hier vielleicht. Okay. Schere. Irgendwas kaputt schneiden. So, hier ist ein Federkiel. Das heißt, irgendwo muss auch ein Tintenfass sein. Irgendwo. Okay, Tintenfass nicht gefunden, dafür aber den Sack aufgeschnitten. So, hier ist noch ein Spiegel. Eine Schwertscheide und eine Pfeife. Schlangenkopf. Oho. Moment, könnte der Schlangenkopf vielleicht da vorne hin? Ja. Okay, eine Feder. Die Feder. Also hier kann man bestimmt auch noch irgendwas machen. Schwert habe ich leider auch noch nicht gesehen. Okay, bleibt nur noch die Feder. Frage mal meinen magischen Ratgeber. Okay, kein Tintenfass, sondern einfach nur den Brief. Und wir haben eine Komponente gefunden. Na, ist es denn schön. Komponenten sind immer wichtig. So, hier ist schon mal Wasser. Falls wir welches benötigen. Und die Blumen gefallen mir auch ganz gut. Und noch eine Miesmuschel. Magische Miesmuschel. Sag mir. Wer wird der Böse hier sein in diesem Spiel? Okay, ich gehe dann. Moment, da liegt noch ein Handschuh. Statuenhand. Die war unter Wasser, okay. Oh, wir sind. Ach. Okay, hier kommt man also zum alten Land. Und eine Turmschnecke. Gehört sie hin? Bewege die kleinen Muscheln auf den Vorderseiten der großen Turmschnecken an ihre richtige Position. Wähle die Muschel vorn aus, um deinen Fortschritt zu überprüfen. Leuchten die kleinen Muscheln grün, sind sie an der richtigen Position. Leuchten sie gelb, sind sie nah dran. Leuchten sie schwarz, hast du verloren. Verdammt. Toll. Hier leuchtet gar nichts. Oh, den lass ich mal so. So, und jetzt? Also da überprüfen. Ne, die muss ich nehmen. Aha. Es leuchtet nichts.
Also zumindest die müsste ja schon mal leuchten. Ja, bin ich denn hier bei... Ah, die. Okay, die also noch ein höher. Die ein höher. Oh. Muss ein runter. So ging das Ganze. Und wir haben ein sechseckiges Medaillon bekommen. Ja, damit ist doch genug Sprudel hier wieder in der Luft. So, hier brauchen wir noch die Anleitung. Die habe ich noch nicht. Ist hier noch irgendwas? Ja, hier war noch was. Nee. Tja, was hier fehlt, weiß ich leider nicht. Okay. So, hier ist ja die Maschine. Genau, und ich habe ja ein Rohr. Was? Okay, jetzt nicht das Richtige. Schade. Dann gehen wir doch einfach mal zu Uri ins Haus. Keine Miesmuschel? Okay, ich dachte, wir sind jetzt fertig mit dem Ding, aber ich habe mich geirrt, okay. Keine Miesmuschel. Hier können wir auch noch was machen. Ja, leider weiß ich nicht, was hier rein muss. Ich hätte ja gedacht, wir müssen auch was malen, aber noch was anderes zu tun haben. Warum hat er uns hier in die Bücherei geschickt, der Tipp? Der sagt, hier ist irgendwas zu tun. Ach ja, da war ja noch was. Offensichtlich muss ich die Feder nach einem bestimmten Schema anordnen. Eieiei. Also, da sind 3, 2, 3, 2 und der Rest. Machen wir erstmal die Seite hier fertig. 2, 3, 2. So, und dann die andere Seite. 2, 2, 2 und der Rest. 2. Die kannst du gar nicht wegmachen. Keine Ahnung.
Die sind ja so vorgegeben. Überspringe mal. Okay, wir haben ein viereckiges Medaillon und eine Krabbenfalle. Die Krabbenfalle. Ja, Wasserhöhlen. Ich gehe mal zum alten Wald. Ach stimmt, hier ist ja noch das Eichhörnchen. Ah, okay, da kriegen wir es nicht durch. Ich habe nämlich irgendwie schon gedacht, irgendwas war doch noch mit Wasser. Hm. Ah, hier waren wir noch gar nicht. Noch eine Muschel. Der Fels versperrt den Weg in die Höhle. Ich muss ihn aus dem Weg räumen. Na denn? Boah, das haben wir richtig gut gemacht mit dem dumpfen Geräusch. Und hier fehlt ein Fisch. Na. Das können wir wohl nicht hier reinmachen. Ich hab einen Hasen, aber das wird wohl nicht ausreichen. Leider. Bin ich froh, keine Sammelobjekte mehr suchen zu müssen. So, und wo die ganzen Sechsecke rein müssen, weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr. Kann man auch irgendwas machen. Die Krabbe hatte etwas auf den Rücken. Leider hat sie sich verzogen. So einfach lässt sie sich nicht fangen. Ich brauche eine Falle. Bitteschön. Du bist Krabbe rein da. Ich brauche einen Köder. Den Hasen vielleicht? Hm, nee. Eine Miesmuschel. Oh mein Gott, wie die da reinläuft. Oh nein. Und sie hat eine Goldmünze. So, jetzt kann sie eigentlich wieder raus, aber wir sind ja nicht so nett. Wir lassen sie einfach mal drin. So. Ein Wimmelbild. Och, wie süß. Okay, Seepferdchen. Okay, ein Mosaikfragment haben wir. Da kommt schon mal eins hin. Ein Seepferdchen ist auch schon da. Ich muss die Abdeckung mit etwas Scharfem entfernen. Okay, da brauchen wir ein Messer. Nehmen wir das. So, die mache ich auch schon mal da rein. Brauchen wir nämlich nur noch ein Teil. Da kommen wir nicht ran. Okay. Fehlt also wahrscheinlich hier sowas wie ein Dosenöffner oder so ein Netz. Ach nee, ein Dreizack.
das das letzte Mosaikfragment? Und wir haben ein Truhenstück bekommen. Das Truhenstück. Muss ich kurz überlegen, wo die Truhe war mit diesem Stück? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob bei Uri. Könnte natürlich möglich sein. Ja, ich würde vorschlagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Gucken nach, was in der Truhe ist und wie es mit der Geschichte weitergeht. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.